Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zur PlayStation 5, würde ich mal ruhig sagen, Xbox Series X, Xbox Series S, wie auch immer. Wir haben uns nämlich in der letzten Zeit viel unterhalten über bester Fernseher, bester Monitor. Was ist das Beste, was ich anschließen kann an meine PlayStation 5, an meine Xbox Series X und Beamer? Beamer haben wir weggelassen. Es gibt natürlich auch Gaming-Beamer, ne? Die extra fürs Gaming gemacht sind und da gucken wir uns heute mal an den BenQ TH685. Das ist der Name von dem guten Stück. Und wie das Ding genau aussieht, was es kann, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Deswegen, wenn das Video für euch hilfreich ist, wenn es für euch nützlich ist, interessant, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr den da lasst. Das ist immer sehr gut fürs YouTube-Ranking. Macht den Goodie froh. Und wenn ihr heute das erste Mal dabei seid und noch nicht abonniert habt, jetzt vielleicht ein guter Moment, auf den Abo-Button zu klicken. Und mit Glocke aktiv hier kein weiteres neues Video zu verpassen. Und damit kommen wir zu dem Gerät. Denn wenn Größe einfach nicht alles ist. Ein Fernseher, super Sahne, ein schöner OLED, gar keine Frage. Aber die sind halt bei Summe X an Zoll am Ende angelangt. Und auch preislich wird es dann im Zollbereich oder im oberen Zollbereich extrem teuer. Muss man einfach so sagen. Ein Beamer schafft halt natürlich mehr Zoll für viel, viel weniger Geld. Zum Beispiel, der hier hat eine Preisempfehlung von 699 Euro. Ich packe auch nochmal einen Link unten rein, was das Ding bei Amazon momentan kosten mag. Und warum ist das Ding denn überhaupt gut? Ich habe ihn jetzt eine ganze Weile im Einsatz gehabt, habe ja direkt mit Assassin's Creed Valhalla angefangen gehabt, mit dem Beamer. Und so eine fette Open World, ne? Auf so einen riesen, naja, 100 Zoll. Ich hatte bei mir eine Größe von 100 Zoll an die Wand geschmissen. Das ist beeindruckend. Das macht Spaß. Das ist schon irgendwo wirklich geil. Und deswegen einfach mal gucken. Ich kann mich auch noch erinnern, Beamer, ich glaube so richtig so LAN-Party-mäßig, wo wir früher noch unterwegs waren, da haben wir auch gerne mal, zum Glück hatte einer von unseren Kollegen, mit denen wir gezockt haben, Zugriff auf einen Beamer, denn damals haben die Dinger noch richtig viele 1000 D-Mark gekostet und waren halt nicht mal so eben für jeden erschwinglich, wie das heutzutage der Fall ist. Und dann am Wochenende mit ein paar Kumpels draußen im Wald, weiß ich noch, war das gewesen, und dann so ein fettes Bild an die Wand werfen, das macht Spaß. Das ist geil. Das ist einfach geil. Das ist eine coole Geschichte. Und deswegen gucken wir jetzt hier auf den Gaming Beamer von BenQ TH685. Und dann schauen wir jetzt mal auf die Kiste natürlich von hinten. Die Anschlüsse sind natürlich extrem wichtig. Ich probiere ihn so einigermaßen hier gerade zu halten. Wir haben natürlich Audio in, Audio out. Ne? Das ist Möglichkeit 1. Dann haben wir HDMI 1, HDMI 2. Natürlich, logisch, HDMI 2.0 Ports. Dann haben wir noch einen USB-Anschluss. Dann hier den berühmten VGA-Anschluss. Und dann nochmal einen VGA-Ausgang sozusagen. Und dann nochmal eine RS-232-Schnittstelle, wofür auch immer die genau sein mag heutzutage. Aber gut, den einen oder anderen Grund mag es dafür geben. Sei es, wenn es vielleicht irgendwelche Service-Paneele sind. Und dann natürlich hier hinten Kaltgeräte-Anschluss für den Strom. Obendrauf, auch da ist nichts Neues. Das ist genau so, wie man es von jedem zweiten Beamer gewohnt ist. Quelle, dann das Ausschalten des Bildes, wenn man halt momentan halt den Beamer nicht aktiv haben möchte, ohne ihn auszuschalten, dann kann man halt hier das Bild wegschalten, dann noch ins Menü hineingehen, Menü einen Schritt zurück, Auto-Trapezkorrektur, falls sie notwendig sein sollte. Normalerweise macht das der Beamer automatisch. Ansonsten kann man nochmal auf den Auto-Button klicken, damit der sich halt gerade macht, der Beamer. Ein- und Ausschalter. Und halt hier das Menü Steuerkreuz, das ist Standard, wie man es gewohnt ist. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man hier auch die Lautsprechersymbole. Natürlich hat er einen eingebauten Lautsprecher, auch das ist ganz, ganz wichtig. Und man kann ihn ertragen. Also auch das bin ich von der Arbeit eigentlich nicht gewohnt. Auch dort haben unsere Beamer in den Räumen natürlich Lautsprecher. Allerdings mag man das wirklich ja keiner Klasse antun, dass sie das wirklich hören muss, was da rauskommt. Hier, den hier kann man gut ertragen. Es ist nicht 9 Plus Ultra, es ist ein Beamer. Aber es ist Sound, mit dem man leben kann. Das ist wirklich, wirklich cool. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut, dass man sagen kann, okay, mit dem Sound kann ich leben. Ansonsten packt ihr den alternativ, so wie ich das auch mache, einfach an eine Soundbar dran. Dann habt ihr Bombenbild plus Bombensound und schon ist die Stimmung beim Zocken, sage ich mal, um einiges genialer. Obendrauf gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das möchte ich nicht vergessen, es gibt den auch noch in einer intelligenten Variante. Ne? Also genauso wie es Smart TVs gibt, gibt es Smart Beamer. Wenn ihr dann euch entscheidet für den BenQ TH685i, wie intelligent,
dann kann das Ding auch Netflix und Co. Ne? Also das ist dann wirklich richtig cool. Also ihr habt dann so ein kleines Android-TV drauf und wenn ihr das nicht habt, dann ja, ne, packt da einfach an HDMI, an den einen die Konsole, an den anderen Fire TV-Stick und könnt dann genauso einen riesengroßen Kinoabend natürlich zu Hause genießen. So, was zeichnet denn überhaupt einen Gaming-Beamer aus? Was sind denn hier so die Herzkennzahlen, die uns wirklich interessieren? Und da haben wir 8,3 Millisekunden Reaktionszeit. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zum Zocken. Und das ist ein geiler Wert. 8,3 Millisekunden ist geil. Dann hat er natürlich HDR an Bord. Ne? Also ihr bekommt HDR, ihr bekommt Full HD, also eine 1080p Auflösung mit HDR. Und jetzt kommt der Oberhammer, wirklich finde ich persönlich auf alle Fälle. Denn ihr bekommt obendrauf 3500 Ansilumen. Und das ist die Helligkeit, die der Beamer an die Wand wirft. Und diese Helligkeit wollt ihr einfach deswegen haben, damit ihr nicht ja, im Mausoleum gucken müsst, zocken müsst, sondern auch im hell erleuchteten Raum trotzdem an der Wand ein geiles Bild genießen könnt. Das ist nämlich das ganz Wichtige, dass hier genug Dampf an Licht rauskommt. Und da ist 3500 Ansilumen wirklich eine Hausnummer. Wir werden das gleich noch sehen an der Wand. Ich weiß dann nicht, ob das so im Videomaterial wirklich so gut rüberkommt. Aber das ist wirklich hell. Und das ist mega. Und damit kommen wir zu einem zweiten, sehr, sehr wichtigen Punkt bei einem Beamer. Und das ist ja eigentlich das, wo man immer sagt, ach nee, ich kaufe mir keinen Beamer. Denn wenn die Lampe Schrott ist, dann muss ich eine neue Lampe kaufen. Und Lampen kosten bei Beamern viel Geld. Und da haben wir hier die gute Nachricht. Die Lampe hält immense 15.000 Stunden. 15.000, das ist wirklich, das ist absolut immens. Das ist ein Wert, der ist jenseits von Gut und Böse. Das bedeutet, wenn ihr jeden Tag das Ding 4 Stunden nutzt, ne, ich glaube, dass ich gerade mathematisch korrekt im Kopf habe, jeden Tag 4 Stunden, dann reicht das für 10 Jahre. Ne? ist genug, sage ich mal, wie lange die Lampe hält. Keine Ahnung, was sie dann kostet. Natürlich wird die halt auch irgendwie 200 Euro oder es gibt die auch schon wieder als Nachbaulampen. Das gibt es hier teilweise auch, dass es dann Nachbaulampen relativ günstig zu kaufen gibt. Die auf alle Fälle von Haus aus drin, 15.000 Stunden, hell wie Hölle, HDR, Full HD. Und jetzt würde ich sagen, das reicht von den theoretischen Daten. Jetzt wird es halt für die praktischen Daten. Wie macht sich das Ding an der Wand? Und vor allem, was hat es da denn noch zu bieten fürs Gaming? Denn wir haben natürlich, wie gesagt, wir haben das HDR, wir haben das Full HD, habe ich jetzt mehr als einmal erwähnt, aber obendrauf gibt es auch extra Game-Modi, die hier eingebaut sind, um das Spielerlebnis nochmal weiter nach vorne zu bringen. Und das Ding macht auch nicht schlecht. Das Ding macht auch nicht schlecht. Wir sehen uns gleich wieder mit dem großen Bild an der Wand. So, und da werfen wir dann auch schon das riesige Bild an die Wand. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier momentan 100 Zoll im Einsatz, das sieht einfach mega aus. Das sieht einfach mega aus, ist jedenfalls meine Meinung, das macht einfach Spaß. Gerade so ein Open-World-Spiel wie hier im Beispiel Assassin's Creed Valhalla macht natürlich mächtig was her. Es ist ein kleines bisschen dunkler auf der Videoaufnahme, als es hier im Realen ist. Da ist das Bild nochmal ein Tuckchen heller. Wie gesagt, da habe ich beinahe schon mit gerechnet, dass das die Kamera nicht so hundertprozentig einfangen kann. Ich kann nur sagen, so vom optischen Erlebnis ist es wirklich mega, mega geil. Es gefällt mir riesig und wir befinden uns momentan aktuell im Game-Modus. Das bedeutet, dass hier momentan aktuell dunkle Bildbereiche nochmal so leicht aufgehellt werden. Wenn jetzt halt, sage ich mal wieder bei COD, die Eckenhocker euch auf den Sack gehen, dass man diese ein wenig besser erkennen kann. Das ist der Game-Modus, den wir hier im Einsatz haben, wie gesagt. Und ansonsten haben wir natürlich weiter direkt auf der Fernbedienung dann die verschiedenen Modi, die wir auswählen können. Ihr seht es momentan oben links, Game ausgewählt. Das ist dann User 1 hier, User 2, das sind verschiedene Game-Modi. Und jetzt könnt ihr auch so ein bisschen sehen, wie sich das Bild vielleicht im Hintergrund ändert. Das ist jetzt hier Bright, sehr, sehr helles Bild, wirklich extrem hell. Und Living Room gedacht fürs Wohnzimmer, logisch, abends. Also man sieht die Unterschiede hier bei mir momentan aktuell sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich befürchte, dass das die Kamera nicht so super einfängt. Das ist einfach, wie gesagt, hier so momentan aktuell die Befürchtung von mir, wie ich es hier auf dem Display sehe. Aber ich kann euch sagen, das Ding beeindruckt auf alle Fälle. Wir können nochmal ganz kurz HDR einschalten. Ich habe ja bei mir an den Konsolen immer wieder HDR ist ja aus bei mir. Also werden wir mal ganz kurz HDR natürlich hier auch einschalten. TV-Anzeigeoptionen. Auflösung steht ja momentan 1080p. Aktualisierungsrate 120 Hertz. Videomodi HDR zulassen.
Na, hat er kurz das Bild verloren, ist ja normal, macht der Monitor auch so. Quelle erkannt. So, und schon sind wir drin im HDR-Bild hier. Wir sehen es ja auch, HDR10 wird dort angezeigt. Und Sound hatte ich euch natürlich auch noch versprochen, da werden wir jetzt auch noch mal ganz kurz natürlich zukommen. Jetzt hoffe ich, dass das mein Mikrofon dann einigermaßen wiedergeben kann, wie hier der Sound ist. Gucken wir mal, Lautstärke hatte ich natürlich komplett reduziert, damit mir hier Assassin's Creed nicht dazwischen labert. Und mal gucken, ich brauche mal einen Gegner hier, dass wir ein bisschen Kampf haben. Keiner da? Oh, habe ich alle down gemacht? Ehrlich? Gar keiner da? Gut. Ah, na also. Wenn man vom Teufel spricht, ist eine Wache da. Ich hoffe, dass das wieder mein Mikrofon mitnimmt. Und das ist wirklich mehr als tauglich. So, noch ein bisschen filmischen Bildstil. Also wie gesagt, mir persönlich hier, ich finde es mega. Ich finde es definitiv mega. Es ist wirklich richtig cool. Ich hoffe, dass es wie gesagt die Bilder hier einigermaßen wiedergeben können. Und wenn ihr dann selber noch auf die Idee kommt und sagt, hey, ich packe mir eine Leinwand noch an die Wand, dann ist das Ganze natürlich noch mal eine Ecke schöner. Das muss man natürlich auch sagen. Aber wie gesagt, Game-Modus, 8,3 Millisekunden Reaktionszeit. Man kann wirklich gut und vernünftig damit zocken. Wenn ihr das Ganze natürlich dann in einem komplett abgedunkelten Raum spielt, ist das natürlich noch geiler. Ist logisch, ne? Dann kommt dann noch mal mehr Feeling rüber. Und ja, das war's. Wir sind durch. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, dass es interessant für euch war. Wenn dem so war, würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich auch richtig geil, eure Meinung, Gaming und Beamer. Schreibt sie mir gerne unten rein in die Kommentare. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.